gesagt, wenn man Güter herstellen will, etwas künstlich produzieren will, dann braucht man zwei Dinge. Erstens die Arbeitsteilung, die Teilung der Arbeit unter den Menschen. Und zweitens die Kapitalakkumulation. Und jetzt ist ganz wichtig, weil ich das immer wieder, und wir hatten hier vorher auch einen Vortrag über Geld, da wird immer gleich gesagt, das ist Geld oder so, das ist mit Kapital aber nicht gemeint. Wenn man in den wissenschaftlichen Büchern nachschaut, in den Lexikas, dann ist damit etwas anderes gemeint. Auch das Statistische Bundesamt hat eine ganz bestimmte Interpretation. Ich habe die jetzt nicht mit. Ich sage es nur mal ganz kurz, verkürzt. Kapital sind also Maschinen. Ja? Das ist unter Kapital zu verstehen. Maschinen wiederum werden von Menschen gebaut und erfunden. Also entstehen aus Arbeit. Karl Marx hat gesagt, gewonnene Arbeit. Max Weber hat gesagt, gewonnener Geist. Das heißt, wir haben im Grunde zwei Dinge. Wir haben einmal die Arbeitsteilung auf einer Ebene der Zeit, meinetwegen der heutigen Zeit, der Arbeitsteilung eben. Und wir haben die Arbeit der Vergangenheit, die uns heute in Form von Kapital begegnet. Und wir teilen uns also quasi unsere Arbeit, die wir also leisten müssen, um Güter herzustellen, einmal unter uns und offensichtlich auch mit den Menschen und Generationen unserer Vergangenheit. Und das eben Adam Smith dazu. Als Beispiel, wer schneidet die Haare? Also für mich ist es nicht mehr so wichtig, aber müsste auch mal wieder hin. Auf jeden Fall, was brauchen wir? Wir brauchen einen Menschen, einen Friseur und wir brauchen eine Schere. Und überlegen Sie sich das an diesem Beispiel. Das eine geht nicht ohne das andere. Es ist unmöglich, dass ein Mensch Haare schneidet ohne Schere. Und eine Schere wird niemals alleine Haare schneiden. Das heißt, diese beiden Dinge, Arbeit und Kapital, gehören unabdingbar zusammen. Darauf ist nicht verzichtbar. Ein anderes Beispiel habe ich, glaube ich, auch noch. Wer schlägt den Nagel ein? Der Hämmerer oder der Hammer? Das sind ganz essentielle Fragen, denn diese Fragen geben eine Antwort darauf, wer kriegt denn jetzt das Gut? Also das, was wir daraus bestellen. Kriegt es das Kapital? Oder man hat dann vor 100 Jahren gesagt, der Kapitaleigner, also dem das Kapital gehört. Die Unternehmer vielleicht oder die Kapitalisten oder kriegt es die Arbeiterschaft? Das ist hier die zentrale Frage, um die es hier geht. Zunächst einmal, wir wissen nun also, was brauchen wir? Wir brauchen Arbeit, A für Arbeit, wir brauchen Kapital. Und etwas später hat man festgestellt, da ist noch was. Also Smith wusste da nicht mal was von, aber das hat sich später herausgestellt und das ist der technische Fortschritt. Und man weiß heute, wenn man die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen durchschaut, auch die OECD-Statistiken und so weiter, gibt es immer einen Hinweis auf den technischen Fortschritt. Und zum Beispiel hier für das Jahr 2006 war der technische Fortschritt so, dass 0,6% des gesamten Bruttoinlandsprodukts in Deutschland, das hergestellt wurde, 0,6% auf dem technischen Fortschritt basierte. Das Kapital wissen wir noch nicht und da kommen wir zu diesen 15%, die wir eben gesagt haben oder die ich eben angedeutet habe. Und unsere Vermutung war, das hat was damit zu tun. Möglicherweise ist das der Anteil der Arbeit am Bruttoinlandsprodukt. Wir werden gleich noch genau zeigen, was da jetzt noch richtig oder falsch ist, aber zunächst erstmal diese Annahme. Und da nun in der Folge auch nach Smith und im Weiteren andere Wissenschaftler sich natürlich mit dieser Frage immer wieder beschäftigt haben, haben vor etwa 100 Jahren zwei Ökonomen namens Cobb und Douglas in den Vereinigten Staaten von Amerika ihre Wirtschaft untersucht. Das war ein Industriestaat, Amerika. Und sie haben sich gefragt, wie läuft das bei uns? Was brauchen wir für Faktoren, damit wir unsere Güter, unser Bruttoinlandsprodukt herstellen können? Und sie sind ebenfalls auf Arbeit und Kapital gestoßen. Und ihre Frage war, wie sieht die Formel dafür aus? Mit welcher Formel können wir das darstellen, wie in unserem Land etwas hergestellt wird. Und ich will jetzt nicht im Einzelnen das alles mathematisch darstellen, das kann ich machen, das steht aber auch in meinem Papier drin alles. Also, was wir jetzt zunächst erst einmal haben, ist, dass wir hier den technischen Fortschritt überhaben, denn vor 100 Jahren kannten die das noch nicht. Und deswegen müssen wir für diese Formel den erstmal aufteilen auf Arbeit und Kapital, und das habe ich jetzt hier gemacht. Ich habe also einen Teil des technischen Fortschritts auf die Arbeit übertragen und wenn ich dann aus 100% BIP weniger diesen Anteil der Arbeit einschließlich deren technischen Fortschritt abziehe, dann weiß ich, wie viel das Kapital an Verantwortung trägt zur Herstellung des Bruttoinlandsprodukts. Und dann habe ich sowas Ähnliches wie eine Formel. Bruttoinlandsprodukt, und dann schreibe ich das hier wieder dezimal hin, 0,15
5,41, ne, für diese 15,41% mal A plus den Rest mal Kapital, und das ist die Formel. Und das war jetzt aber nicht das, was Cobb und Douglas ermittelt haben. Die haben nämlich diese Formel hier ermittelt, die sieht so aus. Arbeit mal Kapital, also ziemlich ähnlich wie eben, aber diese komischen Zeichen, diese 0,1541 oder irgendwas, die waren bei denen nicht davor jeweils, also vor dem A und vor dem K, sondern die waren in, als Exponenten obendrauf. Und die Bedeutung dafür, und darauf kommt es an, das ist nämlich jetzt das Hauptkriterium dieses Vortrags, die Bedeutung ist, wenn wir uns unsere Ursprungsidee hier mal anschauen, dann ist es ja so, dass diese 0,541 sowas wie ein Gewicht sind. Also die Frage, wie wichtig ist die Arbeit? Oder etwas später hier, wie wichtig ist das Kapital, um das Bruttoinlandsprodukt herzustellen? Die Formel von Cobb und Douglas sieht aber, wie gesagt, so aus. Aber tatsächlich wurde dann 1961 von der Stanford-Gruppe ermittelt. Das kann man eigentlich ganz einfach umstellen. Also das BITP bleibt natürlich. Und jetzt setzt man diese komischen Werte, die man da ermittelt hat, eben da oben als diesen Alpha-Wert ein. Beziehungsweise hier diesen Restwert. Und das ist die Formel. Und noch einmal, was sagt diese Formel? Die sagt, das Gewicht der Arbeit zur Herstellung dieses Bruttoinlandsprodukts beträgt etwa 15%. Wenn das stimmt, was ich gesagt habe. Ja, 15%. Und eben 85% etwa das Kapital. Also wie gesagt, die Arbeit der Vergangenheit. Die Arbeit der Vorgeneration. Also das lässt sich grafisch so etwa an, das kann man so sich etwa vorstellen. Denn wir haben eine Achse für Arbeit, das soll diese sein. Und wir haben eine Achse für Kapital. Und immer die Koordinaten von diesen beiden Achsen ergeben und zeigen in der Höhe das dazugehörige Bruttoinlandsprodukt. Und der Zusammenhang zwischen einem beliebigen Wert von Arbeit und einem beliebigen Wert von Kapital oder Gewicht, wie ich das eben dargestellt habe, zeigt sich dann durch diese Abbildung. Also, gut. So, wie können wir das jetzt ausrechnen? Ich habe eben gesagt 15%, aber wie ist es wirklich? Und ich habe das dann für 2006 einfach mal ausgerechnet. Nicht im Einzelnen weiter darauf einzugehen möchte ich nicht. Also was habe ich gemacht? Hier haben wir zum Beispiel 55,1 Milliarden Erwerbsarbeitsstunden. Also es geht hier nur um Erwerbsarbeit zunächst. Ja, wir wissen, es ist viel mehr Nicht-Erwerbsarbeit, aber jetzt zunächst nur Erwerbsarbeit. 55,1 Milliarden Erwerbsarbeitsstunden in 2006. 11,34342 Billionen Euro Wert des Sachkapitalstocks in Deutschland. Zum Vergleich China im selben Jahr etwa 1 Billion. Deutschland 11 Billionen. Und das Bruttoinlandsprodukt 2,3 Billionen Euro. Jetzt kann man das über eine gewisse Formel ausrechnen, also über bestimmte algebraische Umstellungen ausrechnen. Und um es kurz zu machen, wie war das Ergebnis damals, 2006, etwa 30% oder 0,3. Das Gewicht der Arbeit 0,3. Wenn Sie sich mal vorstellen, China. China hat 1300 Millionen Menschen. Die arbeiten im Durchschnitt 2 Stunden länger die Woche als die deutschen Beschäftigten. 1300 Millionen Menschen, 762 Millionen Arbeitnehmer und Arbeiter, dazu zählen natürlich auch die Unternehmer. In Deutschland zur damaligen Zeit etwa 40 Millionen Menschen, die gearbeitet haben, erwerbsgearbeitet haben. Wir hatten ziemlich genau, deswegen 2006, im Jahr 2006 ein gleich großes Bruttoinlandsprodukt. 762 Millionen Chinesen, 40 Millionen Deutsche. Wie kann das sein? Sind wir so gut? Sind die so schlecht? Was ist das gewesen? Und genau hierauf gibt dieses Alpha eine Antwort. Für uns damals war unsere Arbeit für die Erstellung des Bruttoinlandsprodukts hatte ein Gewicht von 30% und die Arbeit unserer Vorgeneration, unserer Vorfahren, das geht bis weit zurück, aber auch noch bis zum gestrigen Tag, auch das, was wir noch gestern gemacht haben, lautete 70% im Verhältnis. Das sind also alles Verhältniszusammenhänge. Und in China ist das gar nicht ermittelbar. Weil China ist kein Industriestaat. Das ist nämlich eine Formel für Industriestaaten, die wird auch so verwendet. Aber in China ist das gar nicht möglich. Aber so Abschätzungen dürfen darauf hinauslaufen, dass in China damals die Arbeit der 762 Millionen Beschäftigte etwa ein Gewicht von 90% gehabt hat. Also in Deutschland etwa 30%. Und in China etwa 90%. Lassen Sie sich nicht durcheinander bringen.
diese 90% sagen ja eigentlich aus, dass die viel mehr machen mussten, um viel weniger zu kriegen. Und genauso ist es ja auch gewesen. Mhm. Und hier war das eben nicht so. Hier musste man quasi nur 30% in Anführungsstrichen bringen und das kriegte man dafür genauso viel. Also das ist mathematisch soweit einwandfrei. So, und jetzt kommen wir zu der Tabelle und der Auswertung für Deutschland. Hier einmal gemacht von 1970 bis 2010 in zwei Jahresabständen und für 2011. Und hier kommen jetzt unsere Argumente und werden hier abgetragen und dargestellt. Einmal das Arbeitsvolumen. Zum Beispiel 1970 52,075 Milliarden Erwerbsarbeitsstunden. Ein Sachkapitalstock von 3,798 Billionen Euro und ein Bruttoinlandsprodukt von 360 Milliarden Euro. Und das Alpha war damals 0,55 oder 55%. Und wenn Sie sich das Alpha jetzt anschauen, diese hier, stellen Sie fest, das nimmt immer ab, jedes Jahr und ständig andauernd. Ist ganz egal, was passiert ist, kalter Krieg, warme Kriege irgendwo, hier Gott sei Dank nicht, sonst wäre es anders. Die Loslösung der Goldpreisbindung des US-Dollars zum Beispiel, war, muss eigentlich ein wichtiger Einschnitt gewesen sein, hat aber überhaupt keine Rolle da aufgespielt. Ja? Also das Gewicht der Arbeit, und damit will ich nicht sagen, dass die schlecht gearbeitet haben, um Gottes Willen, überhaupt nicht, im Gegenteil. Die Menschen haben ihre Arbeit geleistet, wie sie es immer gemacht haben, und sie haben es gut gemacht, wie sie es immer gemacht haben. Aber es ist doch klar, all das, was in der Vergangenheit geleistet wurde in unserem Land, das hat sich natürlich immer weiter aufkumuliert, immer mehr aufgebaut. Es kamen immer neue Erfindungen dazu. Alleine jetzt meinen die letzten 30 Jahre, was ist nicht alles passiert? Internet, Handys, ABS, ne, im Auto, Airbags. Ne? Jedes Auto hat heute schon, wie nennt sich das noch, mit der Erleichterung Servolenkung. Fünfganggetriebe, als ich dann Führerschein gemacht habe, war das unvorstellbar. Auch wenn das jetzt nicht so wichtig scheint, aber ich fand, das war schon ganz toll. Und das sind jetzt nur die Autosachen gewesen. Stellen Sie sich vor, was da alles in der Industrie passiert ist. Also an den Orten, wo die Menschen die Erwerbsarbeit gemacht haben und mit der Hilfe der Werkzeuge, die sie nun also bekamen im Laufe der Zeit immer mehr dazu, die hervorragenden deutschen Industriemaschinen, die auf dem internationalen Markt sehr beliebt sind, ja, was da alles sich verbessert hat. Ja, dass man auf einmal in kürzester Zeit mit 2 oder 3 Beschäftigten 3 Kilometer Pipelines verlegen konnte. Das war kurz erfunden, vor 5 Jahren erfunden worden hier in Niedersachsen. Also unglaublich. So, und das alles, das sind die Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen mit unserer Arbeit. Und natürlich müssen wir auch mit uns entsprechend, wir müssen gut sein, also müssen die entsprechende Ausbildung haben, um das alles zu bedienen. Aber wenn wir das alles haben, und das haben wir, dann erklärt sich ganz einfach, warum wir mit relativ gleich viel Aufwand so viel mehr im Verhältnis herstellen als chinesische Beschäftigte, die all das nicht oder noch nicht haben. Die Chinesen haben das aber verstanden, seit 2006, jedes Jahr, das muss man sich mal überlegen, die haben kein großes Bruttoinlandsprodukt, ne? Aber jedes Jahr investieren sie 30% nur in Sachkapital. Jedes Jahr, wir im Verhältnis 25%, 30% für ein Volk, die haben zwar ein Bruttoinlandsprodukt, aber wie gesagt, für 1.300 Millionen Menschen. Ja, und dann erklärt sich auch, warum jetzt auf einmal die Chinesen so ein großes Wachstum haben und natürlich auch so einen großen Anspruch auf Energie, denn diese Maschinen müssen ja mit Energie betrieben werden. Wir sind heute mit unserem Alpha bei ungefähr 30%. Das heißt, die deutsche Erwerbsarbeit, die komplette Erwerbsarbeit, hat etwa einen Anteil von 30% für die Erstellung des Bruttoinlandsprodukts. Und natürlich, wenn das 30% sind, dann sind es 70% Kapital, also die Maschinen im übertragenen Sinne oder die Güter und Dienstleistungen der Vergangenheit, die dazu führen, dass heute eben 70% dessen, was erstellt wird, von dort her kommt. Und jetzt kommen wir nochmal einmal zurück zu diesen 15%. Die waren nämlich nicht 15, das war ganz genau 0,1517. Und wenn man das teilt durch den tatsächlichen Alpha-Wert und dann mit der Bevölkerungszahl multipliziert, dann kommt man ziemlich genau zu der Anzahl der Beschäftigten in Deutschland. Und da haben wir den Zusammenhang. Also es ist nicht so, dass es nur 15% waren, es waren schon 30%. Aber jetzt sehen wir auf einmal, da gibt es irgendwo einen Zusammenhang. Es gibt noch mehr Zusammenhänge, aber das ist wohl der für mich entscheidende. Wenn es nicht alles immer ganz gerade ist oder nicht alles ganz passt, dann müssen Sie bedenken, dass die Zahlen, die insgesamt uns zur Verfügung stehen, für welche Arbeit auch immer, ob sie nur vom Statistischen Bundesamt sind oder von der Bundesagentur für Arbeit, auch alle fehlerhaft sind. Manchmal politisch motiviert.
Ja? Deswegen das Beste, was man machen kann, ist, egal welche man nimmt sie aus derselben Quelle. Ne? Damit man wenigstens weiß, die Quelle in sich ist nicht so widersprüchlich. Was hat das jetzt zu bedeuten für unsere Grundeinkommensdiskussion? Da bin ich auch fertig. Vor 100 Jahren in Amerika, in Deutschland gibt es dazu keine Informationen, vor 100 Jahren in Amerika, zu der Zeit, als Cobb und Douglas diese Formeln entworfen haben, hatte die Arbeit ein Gewicht von 70% und das Kapital ein Gewicht von 30%. Und Sie sehen oben, das ist das, wie es heute in Deutschland ist. In Deutschland haben wir ein Gewicht von Kapital für die Produktion von 70% und einen Anteil von 30%. Und wenn wir nun diese beiden Folien übereinander legen, das ist die untere, der untere Kasten, denn wir können feststellen, in jedem Fall war immer der Anteil 30%, manchmal eben höher, manchmal eben niedriger, je nach Zeithorizont. Da stellen wir fest, da gibt es eben diesen Mittelteil, diese 40% in dem Fall. Ich habe da jetzt Sozialstaat hingeschrieben, der Sozialstaat hat in Deutschland ungefähr diesen Umfang. Aber das Entscheidende ist, und das haben Cobb und Douglas damals schon gesagt, warum ist das so? Warum hat ein Mensch eine Idee? Wo kommt die her? Wie kommt der darauf? Wie kommt einer auf die Idee, ein Handy zu erfinden? Oder Steve Jobs, diese iPhones. Wie ist das möglich? Und darauf gibt es keine Antwort. Und deswegen haben Cobb und Douglas damals gesagt, wahrscheinlich sind das zielgerichtete Zusammenhänge. Und das ist jetzt, wenn ich das mal interpretieren darf, für mich so ein Hinweis auf Metaphysisches. Wir wissen nicht genau, woher, wer das auch immer ist, woher das auch immer kommt, wir wissen es nicht. Und wenn wir das nicht wissen, dann kann doch jetzt nicht irgendjemand daherkommen und behaupten, da bin ich für verantwortlich. Oder ich als Kapitalvertreter, da ist das Kapital für verantwortlich. Oder da ist die Arbeitnehmerschaft für verantwortlich. Oder wer auch immer. Wir haben also hier offensichtlich einen 40%igen Anteil unseres Reichtums, unseres Wohlstandes, den wir nicht erklären können. Und wenn wir das nicht erklären können, dann braucht sich auch niemand dafür zu schämen, wenn er davon etwas bekommt. Also zum Beispiel, ich habe das hier so despektierlich hingeschrieben mit dem Sozialstaat. Also der Sozialstaat bedeutet ja, die Menschen bekommen jetzt hier also soziale Hilfe, meinetwegen Arbeitslosengeld 2 oder mal, was es auch immer ist. Und verdammt nochmal, da braucht sich niemand für zu rechtfertigen. Denn es gibt keinen Grund, wir wissen nicht, woher das kommt. Wir wissen nicht, warum wir in Deutschland hier so reich sind. Wir kennen wohl den Zusammenhang, wie es dazu gekommen ist, aber den eigentlichen Ursprung, den kennen wir nicht. Und nur nochmal zur Erinnerung, die Chinesen machen es jetzt genauso und die haben den gleichen Erfolg. Das hat also nichts mit deutschen Menschen oder chinesischen Menschen oder sonstigen Menschen zu tun, sondern das ist einfach, das scheint ein Naturgesetz zu sein, was Cobb und Douglas da entdeckt haben. Und noch einmal, wenn nun also dieses Naturgesetz offensichtlich uns so viel schenkt, und ich sage nochmal schenkt, dann sollten wir uns überlegen, wie wir es verteilen, dieses Geschenk. Und da gibt es natürlich nichts Besseres als die Gleichverteilung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das muss nicht grundsätzlich so sein, aber das ist zumindest eine Möglichkeit. Und wenn wir hier, wenn wir ganz einfach hier schon abschätzen, also 30% würde ich persönlich mal jetzt sagen, könnte damit fürs Grundeinkommen unbestritten sein. Jetzt mal ganz unabhängig von allen anderen Argumenten, ob man nun arme Menschen helfen will, oder ob man glaubt, dass man die Wirtschaft damit ankurbelt, ob man den Arbeitsmarkt belebt oder was es auch immer sein mag, und wir werden da gleich noch einiges Interessantes hören, aber mal unabhängig von all dem, es gibt ein großes Geschenk. Und dieses große Geschenk sollten wir erstmal annehmen. Ich habe das so auch jetzt vor kurzem anderswo erzählt, aber das ist jetzt nicht so entscheidend, sondern ja, ich bin damit fertig. Vielen Dank.